Ho, 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 meine Lieben, hinter Türchen Nummer 20 stecke ich. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, nun, ich bin Teil eines YouTube-Adventskalenders und heute ist dann wirklich my turn. Es geht um eine kleine Geschichte, die ich selber geschrieben habe. Die werde ich dir heute verlesen. Am besten packst du dich mollig warm ein, denn es wird verdammt kalt. Der Titel meines Werkes heißt Snow. Ihren Namen kennt sie nicht, ebenso nicht ihr Ziel oder der Grund für ihr Dasein. Der letzte Erinnerungsfetzen, der sie eisern umklimmert, versetzt sie in ein Meer aus Schnee, Kälte und einem kleinen Körper, der erschöpft in das weiße Wolkenmeer fällt und für immer einschlafen sollte. Die Kälte wich der Leere, die das junge Mädchen nun erfüllte, ihre Haare bleich werden ließ und die Haut in ein frostiges Blau tauchte. Nur ihr Wintermantel mit Schneemannmotiv blieb unberührt und erinnerte an unbeschwerte Tage aus der Kindheit. Ohne Rast und Ruhe wandert die verlorene Seele in ihrer Wintermontur durch die Lande. Begleitet wird sie vom Wind, der Jammern und Klagen vorträgt. So wie dem Schnee, dessen Flocken aus Mitleid den Weg begleiten und nachts sich wie eine warme Decke um sie legen. Rastlos irrt das leblose Kind umher, läuft über Wasser, durch dunkle Wälder, klettert Felsen hoch und wieder herab. Durchquert dabei Städte und Dörfer. Keine Macht stellt sich ihr in den Weg, und falls doch, so wird diese zu Eis, denn jede Berührung der kleinen Trauergestalt gleicht dem eisigen Kuss des Todes. Aber wer würde sich ihr in den Weg stellen? Niemand. Denn weder Tier noch Mensch nehmen sie wahr. Schließlich ist sie nicht mehr Teil dieser Welt. Doch Wind und Schnee bemerkt der Mensch sehr wohl und zieht sich sogleich in seine warme Hütte zurück. Alleingelassen steht das kalte Kind vor verschlossener Türe und schleicht sich verstohlen zum Fenster, um hineinzublicken. Im Inneren sieht sie Feuer im Kamin prasseln, einen geschmückten Nadelbaum und eine Blechdose, die mit Keksen gefüllt ist. Zum Feuer versammeln sich große als auch kleine Menschen. Es handelt sich hierbei um eine Familie. Plötzlich flackerte eine verblasste Erinnerung von damals auf und erlischt zugleich. Erschien, als sei genau dies das Begehren des kleinen Mädchens. Vorsichtig führt sie ihre Hand zur Scheibe des Fensters, fast so, als wolle sie Teil des Geschehens sein. Dort, wo ihre Hand war, bildete sich Reif und vom kleinen Mädchen war nichts mehr zu sehen. Und wenn sich an deinem Fenster Reif bildet, dann weißt du, dass Snow da war. Ich hoffe, dir hat die kleine Geschichte gefallen und wenn du Lust hast, schau dir doch auch die anderen YouTuber an, die mitgemacht haben. Natürlich verlinke ich sowohl in der Infokarte die beiden und unten in der Infobeschreibung findest du nochmal den ganzen Kalender. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche dir noch besinnliche Feiertage, frohe Weihnachten, Labarababa, ho 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 und way!